Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe für euch heute die Schön für mich Box für den Monat März. Seid ihr gespannt? Bleibt dran. Wir schauen sofort rein, was drin ist. So sieht es immer aus. Jeden Monat, Anfang des Monats, kann man ein Gewinnspiel teilnehmen. Man beantwortet drei Fragen bei Rossmann, muss natürlich dann die E-Mail-Adresse eingeben und mit etwas Glück kann man so eine Box gewinnen. Die kostet 5 Euro und hier sind immer richtig tolle Sachen drin. Wieder ein lustiges Kärtchen. Schrittzähler sind für Fortgeschrittene. Ich fange mit dem Bewegungsmelder an. Wir haben Cashewkerne und Cranberries, nussig und fruchtig vereint. Ballaststoffquelle, 150 Gramm, das ist so ein kleiner knapper Mix. Also ich muss sagen, Cranberries mag ich lieber als wie Rosinen. Dann haben wir hier von Rotbäckchen einmal ein Vitaminkick mit 12 Vitaminen. Das ist so ein kleiner Vitaminboost oder Vitaminshoot, wie man das so sagen würde jetzt in der Jugendsprache. Dann habe ich hier ein Deo-Stick von Alterra. Der ist neu, besonders wirksam und zuverlässig mit Biomandelbutter. Ohne Alkohol, mit Natron, ohne Aluminiumsalze. Riecht angenehm, angenehm frisch. Und der ist dann hier so drin, den dreht man dann raus. Mal sehen, ob ich den vielleicht in eine Verlosung mit reingebe, muss ich mir noch überlegen. Dann von Schauma, auch das sieht aber schick aus, passt zu meinem Pulli heute. Feuchtigkeit und Glanz, Feuchtigkeitsshampoo mit Reiswasser, normales bis trockenes Haar. Schön. Ich finde auch die Form finde ich schön. 400 Milliliter sind hier drin. Dann gibt es eine Isana Handcreme. Secret Berries. Eine Limited Edition. Muss man gleich mal schnuppern. Handcreme geht immer. Oh, fruchtig. Aber hier ist noch eine Blüte mit Macadamia. Nussöl und fruchtigen Duft nach Beeren und zart duftenden Blüten. Oh, riecht angenehm, riecht richtig bärig, blumig, also richtig stark parfümiert. Gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir, ach was für die Füße, eine Fußcreme, ultra sensitive. Ich glaube, da hatte ich schon mal so eine Quetschprobe gehabt. Da war ich auch sehr zufrieden damit. Mit Panthenol und Mandelöl, ohne Parfüm und ohne Farbstoffe. Sanfte Pflege für sehr empfindliche Haut. 75 Milliliter haben wir hier drin. Dann von Alterra Nail Repair mit Bio-Lavendel und Hyaluron. So ein kleines Teil mit Pipette für die Fingernägel. Das Alterra Nail Repair mit Hyaluronsäure, Bio-Lavendelblütenextrakt, Bio-Vanilleextrakt und Aloe Vera. Sanft eignet sich ideal zur Pflege beanspruchter Nägel. Aha, gehen wir davon aus. Wir müssen jetzt hier reingucken. Wir müssen einfach reinschauen. Aha, das macht man sich bestimmt hier oben mit drauf und tut das ein bisschen einmassieren. Kenne ich überhaupt noch nicht. Habt ihr schon mal was davon gehört? Für mich ist das komplett neu. So, dann ist mal wieder eine Mascara dabei. Auch von Alterra. Ich muss sagen, ist diesmal Alterra-lastig, diese Box. Max Lash Booster für maximale Länge und Volumen in der Farbe Schwarz. Also die kommt definitiv in eine Verlosung, das kann ich jetzt schon mal sagen. Für die 600 Abonnenten werde ich das mit reinpacken. Dann habe ich von Reva Loves Me 2-in-1 Baked Rouge Highlighter. Oh, der ist natürlich schick. Der kommt gleich mit in meine Sammlung, das weiß ich jetzt schon. Hier ist ein Spiegel mit drin, aber so ähnliche Farben, also auch so vom Packaging her, gab es schon einen Haufen Limited Edition. Zwar mit mehr Pink. Schauen wir mal rein. Ja. Sehr dezent.
Kleine noch ein bisschen Glanz ins Gesicht bringen. Ja. Ach, da freue ich mich. Da freue ich mich. Das ist so mein Highlight von der Box. Dann von Reval The Loop Protection Soft Care Lip Serum. Feuchtigkeit für trockene und strapazierte Lippen. Für alle Tage. So eine kleine Tube. Die werde ich wahrscheinlich auch weitergeben. Mit Kokosöl, Kakaobutter, Scheerbutter, Hibiskusblütenextrakt und mit Soforteffekt. Dann gibt es von Neutrogena ein Anti-Age Retinol Boost, eine Tagespflegecreme, bekämpft sichtbare Zeichen der Hautalterung, Falten, verringerte was? Falten, verringerte Straffheit, müde Haut, Trockenheit und Pigmentflächen. Pigmentflecken. So eine Creme. Ja. Und das gleich mal angucken. Ah, hier haben wir das auch wieder in so einen richtig tollen Spender. Spender ist zwar gut, aber meistens geht es immer bloß bis hierher. Man kriegt da meistens immer nicht so alles raus. Bin da lieber Fan von so einem Cremetiegel oder von einer Tube. So, oh, das ist ja was Tolles. Badetaler. Ich als Badefan ist das für mich ein absolutes Must-have. Oh, da freue ich mich besonders. Das duftet richtig gut. Wildrose, Kornblume, Erika und Ringelblume. Oh, die Erika riecht gut. Oh, das ist was Schönes, da freue ich mich. Sowas nehme ich dann immer gerne, auch wenn ich Haare wasche. Also nicht für die Haare, sondern einfach nur, um das ins Badewasser zu geben. Bei Haare waschen ist sonst immer so viel Schaum mit drin. So, diese tollen Sachen waren jetzt in der Box für 5 Euro. Was sagt ihr zu der Box? Ist in Ordnung, ne? Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst mir ein Like da, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, eure Karina und ein schönes Wochenende.